Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wochendahoroskop mit der wunderbaren Ausnahmeberaterin, der allseits bekannten Kirsten. 48,25732% der Mantiker. Nein, Spaß beiseite. Kirsten. Und ich bin Rui, der Mantiker. Ja, auch von mir hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und inzwischen habt ihr sicher auch schon mitbekommen, dass wir heute nicht live unterwegs sind. Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt gerade, während diese Sendung ausgestrahlt wird, hoffentlich bei einem Absacker sitzen und die erfolgreiche Berlin-Premiere der Geheimnisakademie feiern. Du meinst den Wegsacker. Den Wegsacker, denn heute sind wir ja im geheimen Berlin unterwegs gewesen und ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie das sein wird, wenn wir natürlich nachher mitschauen. Und ich bin auch sehr gespannt, was du, Rui, am Montag dann im Newsletter bezüglich Berlin zu vermelden hast. Ich blicke in die Zukunft und sehe eine müde Kirsten und einen müden Christopher und einen voll fitten Rui. Ja, das werden wir sehen. Auf jeden Fall war das für uns ein ereignisreiches Osterfest bis zu diesem Zeitpunkt hier um 20 Uhr am Sonntagabend. Ich hoffe, ihr da draußen, ihr hattet auch ein schönes Osterfest bis hierher. Ja, aber ihr habt ja zum Glück noch einen weiteren Feiertag am Montag. Ja. Und den sollt ihr natürlich auch genießen. Bestimmt. Und dafür, dass ihr den genießen könnt und den Rest der Woche sind wir da. Wir. Genau. Und darum beginnen wir doch gleich. Genau. Wir werden euch jetzt durch die Woche leiten, die Montag, den 10. April beginnt und am 16. April am Sonntag endet. Ja, im Hintergrund seht ihr schon, wie üblich, den Spirit Guide, den wird euch Rui gleich enthüllen. Aber ich sage natürlich jetzt erst noch mal kurz etwas zur Astrologie der kommenden Woche. Wir nehmen diese Session auf an dem Tag, an dem der Vollmond in der Waage stattfindet. Und das ist eine recht intensive, sehr belebende Energie, wie wir beide finden. Ja. Und in der Zwischenzeit hat sich nicht so wahnsinnig viel am Sternenhimmel getan, wenn ihr diese Sendung heute Sonntagabend seht. Zurzeit ist die Sonne immer noch im Widder, die bleibt auch die ganze Woche dort. Neben der Sonne im Widder ist eigentlich nur noch Jupiter dort am Anfang der Woche. Nein, Jupiter, inzwischen hat Merkur schon das Zeichen gewechselt, der ist in den Stier gereist. Also die Sonne steht da so ziemlich alleine auf weiter Flur. Im Stier konzentriert sich jetzt immer mehr die Energie. Dort ist die Venus, dort ist der Merkur und der Mars, der treibt sich weiterhin und auch noch eine Weile im Krebs herum. In dieser Woche passiert astrologisch nicht so viel, was an längerfristigen Aspekten Wirkung hat. Das Einzige, was ihr euch merken könnt, ist, dass am Dienstag, also der Tag, an dem wir alle wieder arbeiten gehen, die Venus, der Planet der Liebe und der Erotik und des sich etwas Erwünschens, der geht am Dienstag vom Stier in die Zwillinge. Alle Zwillinge sind das gute Nachrichten. Ja, für die Stiere ein bisschen weniger. Die haben das ja immer gerne, wenn die Venus durch ihr eigenes Zeichen reist. Aber für uns alle bedeutet das eine mehr flirtige, spritzige Energie. Jetzt ist es an der Zeit, den Waschbrettbauch zu zeigen und ordentlich zu flirten. Und lieber Rui, kannst du das mit den Karten bestätigen, die du schon bereitgelegt hast, beziehungsweise welches Deck nutzen wir denn für den Spirit Guide? Also, wenn ich mich richtig zurückerinnere, sitzen ja jetzt zwei würdige Jungfrauen hier und ob die den Waschbrettbauch zeigen wollen, na, da stelle ich mal ein Fragezeichen hin. Ah, der Waschbrettbauch, da kommt gerade ein Waschbrettbauch hier auf unserem Screen. Genau. heimische Krafttiere, ist das Kartendeck, aus dem ich den Spirit Guide ausgewählt habe. Du hast ja diese Orakelkarten sicher geunboxed, so wie ich dich kenne. Habe ich gemacht. Eins der 400 Unboxings bis jetzt.
Und die haben dir sicher gut gefallen, ne? Ich fand sie jetzt ganz inspirierend, ja. Okay, der Spirit Guide für die nächsten Tage ist die Ziege. Ziege, okay. Was fällt dir denn zur Ziege ein? Also, die Ziege ist aus meiner Sicht ein Tier, das sehr zielgerichtet ist, das ihre Richtung ungern ändert, aber auch weiß, was sie braucht. Also anders als wie ein Schaf, das kannst du über jede Weide treiben, aber eine Ziege ist anspruchsvoll. Eine Ziege nimmt nicht jedes Gräslein. Ja, das kennen wir auch schon aus dem Märchen, ne? Wo die Ziege dann immer Knüppel aus dem genau, Sack. die Jungs veräppelt hat. Am Tag war alles gut und am Abend, wenn die Ziege nach Hause kam, war dann Schicht im Schacht. Und dann kamen die Jungs, die Ziege beschützen und behüten müssten, an die Kandare und wurden vom Hof gejagt. Und ich finde aber die Ziege, das ist ein sehr entspannendes Tier. Ich finde auch das Produkt, das man von der Ziege gewinnt, den Ziegenkäse, sehr ansprechend. Also ich finde, die Ziege hat zu Unrecht einen schlechten Ruf. Danke sehr, weil ich bin ja eine Ziege nach dem chinesischen Ja, Horoskop. ich weiß. Ah ja, deswegen Viele, bist du so nett zur nee, Ziege. nee, 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 das wusste jetzt gar nicht, dass du das bist, weil mit dem chinesischen Horoskop, da bin ich nicht wirklich sehr nah dran. Welche Stichworte stehen denn da? Da steht Fülle, Reichtum, Gesundheit und Berufung. Ja, und wenn wir jetzt auch kein Lamm haben, was ja eher zu Ostern passen würde, ne, haben wir doch ein Tier, das so ein wenig in diese Richtung geht, finde ich. Ich kann jetzt ja noch mal in dem schlauen Buch Ja. nachschauen, was da steht. Ich finde auch Ziegen, ja, also ich kenne einige ganz kleine Bauernhöfe in Österreich, die haben nur Ziegen. Oder Geißen, wie wir sagen. Freche, freilaufende Ziegen fressen Blumen aus Balkonkästen auf der Alm. Wilde Ziegen brauchen dagegen nicht viel Futter und Wasser, leben in felsigen Gebirgsregionen, an Klippen oder auf alpinen Wiesen. Sie können im Sommer in Höhen von bis zu 5000 Meter klettern. Im Winter geht es wieder abwärts. Mit ihrer geschickten Kletterkunst können sie jeden steilen Berg erklimmen. Sogar Bäume sind nicht sicher vor ihnen. Ziegen sind nicht gerne allein. Sie trauern sogar, wenn sie als Einzeltier von Menschen verkauft und aus ihrer Herde gerissen werden. Oh je. Damit sie sich untereinander nicht ständig in die Wolle kriegen, haben sie eine feste Rangordnung. Das Oberhaupt darf immer zuerst an den Futterplatz. Die Leittiere schaffen es sogar, ganze Schafherden anzuführen, wenn sie mit diesen zusammenleben. Ja, ich und alle Ja, anderen. du und deine Schafe. Alles klar. Jetzt werden einige Dinge schlagartig präsent. Ziegen sind schlau und immer in Bewegung. Ein Zaun wird so lange nach einem Schlupfloch untersucht, bis es gefunden ist. Schließlich wollen sie auf Wanderschaft gehen, denn Ausruhen ist für sie nur an hochgelegenen Plätzen sinnvoll. Wenn sie den Überblick haben, können sie viel besser Gefahren erkennen und ihren typischen Warnruf für die Herde abgeben. Wölfe, Luchse und Bären gehören zu ihren natürlichen Feinden. Die kleinen Zicklein werden auch schon mal von einem Greifvogel verschleppt und verspeist. So kann dich eine Ziege inspirieren. Soll ich noch weiterlesen? Nee, ich glaube, das reicht, oder? Oder gibt es doch ein Highlight im Text? Wenn dir eine Ziege begegnet, möchte sie dir deinen inneren Reichtum vor die Füße legen. Du lebst bereits jetzt in der Fülle. Schau dir an, wie wenig eine Ziege in der freien Wildbahn braucht. Und diesen Reichtum sollst du nicht mit Geld bemessen, sondern mit deinen inneren Werten. Das ist alles wahnsinnig stierig, was ich da gerade vorgelesen habe. Ja, aber passt zu dir. Passt jetzt nicht nur zu mir, sondern auch So. zu der Qualität, die aktuell ist, denn wir haben jetzt immer mehr die Stierenergie. Ja. Also Reichtum und Fülle, könnt ihr euch fragen, jetzt vielleicht am Ostermontag nochmal, wie komme ich zu innerem Reichtum und innerer Fülle? Passt. Passt sehr schön. Gute Karte. Und damit soll es auch bewendet sein mit dem Spirit. Spirit Guide. Und nun reisen wir natürlich wie üblich durch den Tierkreis. Und ich werde dafür erst einmal den Tierkreis aktivieren.
Und auch gleich die Glocke läuten. Aber erst einmal muss ich natürlich von dir wissen, Roy, du hast heute das Tarotdeck ausgesucht. Welches Tarotdeck nehmen wir? Die Rückseite sieht ja sehr hübsch aus. Wir nehmen Tarot für jedes Alter, weil ich Aha. dachte schon, wenn hier die beiden Jungfrauen sitzen, dann sollten sie auch das Tarot für jedes Alter nehmen. Ich finde ja, der Titel ist zuerst mal verwirrend, weil man denkt, das ist nur was für die Jugend. Aber ich habe im Vorfeld die Karten befragt, soll ich euch nehmen oder nicht? Und sie haben mich mit neuender Kelche empfangen. Und darum finde ich, ist es ein würdiges Orakel, Deck für unsere heutige Aufnahme. Genau, dann werden wir das jetzt mal erschließen, dieses Deck. Auch dazu gibt es ein Unboxing, das ihr euch gerne ansehen könnt. Es ist ein Deck, das für jedes Alter gedacht ist. Von daher sprechen wir jetzt heute vielleicht nicht nur die Jugend an, sondern auch noch etwas andere Menschen. Und wir starten jetzt einfach mal. Ja, ich bitte darum. So kann man auch starten, aber wir wollen natürlich was anderes sehen, Kirsten, bitte. Oh Mann, ich muss hier raufdrücken. Also, wir starten mit den Widder. Und liebe Widder da draußen, ihr habt immer noch Geburtstag und genießt es bitte, denn allzu lange ist das nicht mehr der Fall. Wir reisen heute bis zum 16. April. Noch bis zum 20. April ist die Sonne in eurem Zeichen. Ihr habt dann nochmal einen richtigen Höhepunkt, wenn ihr einen weiteren Neumond im Widder habt am 20. April. Aber es wird so langsam, nein, so langsam könnt ihr euch auch mal wieder anderen Dingen zuwenden, als euch selbst zu feiern. Jupiter ist allerdings immer noch in eurem Zeichen und lässt euch das Leben genießen. Nutzt die flirtige Stimmung, die Venus ab Dienstag in den Zwillingen schafft und ja, fangt an, die Dinge jetzt wirklich anzugehen, die für euch für den Frühling auf dem Programm stehen. Ich bin gespannt, ob Rui das mit der Karte unterstreicht, die er für euch gezogen hat. Wir haben hier den Verwalter der Schwerter, so heißt es hier, das sind die Ritter. Und die Ritter, man sieht schon, ne, der strebt nach oben, der will seinen Spirit hochbringen, der will seinen Geist beflügeln. Und ich finde, das passt sehr gut zu den, grundsätzlich mal schon gut zu den Widdern. Und nochmal, wenn man es mit den astrologischen Korrespondenzen oder astrologischen Momenten, die jetzt auf die Widders einprasseln. Und natürlich als Geburtstagskinder habt ihr auch an die Schönheit gedacht. Das sieht man im Blumentopf im Fenster stehen. Aber auch, sie haben noch ein bisschen was Geheimnisvolles und das wäre im anderen Fenster klar ersichtlich. Was ist denn da zu sehen? Ich mache es mal ein bisschen höher, damit man es besser sieht. Da ist ein Wolf oder ein Hund. Er kann sich nicht so genau darauf fixieren, die Karte. Okay, ja, ich habe es gesehen. Ah, und da ist der Blumen. Ja, interessant, ja. Ah, jetzt wird es scharf. Also so der Hinweis, bei allem Streben nach oben gibt es auch immer noch einen schönen Aspekt, einen positiven Aspekt, aber auch passt mal auf, dass ihr nicht zu sehr auf euer verschattetes, geheimnisvolles macht, sondern dass ihr euch euren Gedanken freien Lauf lässt. Oder nutzt eure Triebe Ja. und gewinnt einen Blumentopf. Nee, wenn du die Triebe anhörst, dann kriegst du einen Blumentopf. So rum. Für den Schuh draus. Ich finde es ganz schön, diese rote Hose, die erinnert mich natürlich an die Widderenergie. Und auch das, was wir gerade über die Ziege gehört haben, Ja. ne? Also dieses Nach strebsame oben streben. nach oben streben. Eigentlich ist die ja ein sehr soziales Tier, ne? Die ist für die Herde da. Finde ich cool. Und wir hatten ja auch das von der Leitziege gehört. Wenn wir überlegen, dass ein Widder ja durchaus auch was mit einer Ziege zu tun Es hat. gehört ja in die gleiche Familie, rein Genau, biologisch. passt das eigentlich sehr gut, alles, was wir über die Ziege gesagt haben. Passt zum Und das Geburtstagskind, Thema ne? der Ambition ist hier auch vertreten. Natürlich, ne, wenn man sagt, da ist das Leittier darf als erster an den Futtertrog. Die Ziege ist neugierig, die Ziege ist intelligent, definitiv. Also von daher gesehen, Spannende da Karte. fällt mir ein, meine Mutter musste in ihrer Jugend Ziegen hüten und eine hat ihr den BH angeknabbert. Das war sicher ein Trauma. Das hat sie nie vergessen, hat sie immer wieder erzählt. Okay, ja,
Das, liebe Wiedergeborene, liebe Geburtstagskinder, waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Sehr interessant. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich diese Karten jetzt nicht so meine Lieblingskarten sind, aber das fand ich jetzt schon mal einen spannenden Auftakt. Mal sehen, wie es weitergeht. Der Stier kommt nun an die Reihe. Und liebe Stiere, ja, wie bereits erwähnt am Anfang dieser Session, eure Zeit wird immer stärker, auch wenn die Sonne noch im Widder ist und so das Frühlingsgeschehen bestimmt, macht sich doch immer mehr der Höhepunkt des Frühlings breit, der in eure Geburtstagszeit fällt. Venus ist noch bis Dienstag bei euch, holt da alles raus, was ihr rausholen könnt am morgigen Tag. Merkur besucht euch gerade, ist beim aufsteigenden Mondknoten, hilft euch, zu Klarheit zu finden und eure Berufung ein Stückchen näher zu kommen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, läuft es einfach weiterhin gut für euch, gute Möglichkeiten zu handeln, Kontakte zu machen, Verträge zu schließen. Das ist alles, was jetzt gerade getan werden kann in der kommenden Woche, bevor Merkur dann auch wieder rückläufig wird in eurem Zeichen, dann wird es etwas anstrengender für euch. Rui, welche Karte hast du denn für diese Flow-Energie gezogen? Ja, bevor wir zur Flow-Energie kommen, hast du gesehen, wie schön das mit den Monden hier auf der Rückseite eigentlich ist? Ja, der Vollmond und der, ja, ja, stimmt, und dann recht. Aber auch unterschiedliche Hintergründe. Ja, so interessant, ja. So ein bisschen wie die Crawley aus der Münzenkarte, aus der Scheibenkarte. Genau. So, Stier-Energie. Drei der Stäbe. Ja? Und man sieht schon, und das finde ich jetzt spannend, schaut mal genau hin. Ne? Wir wissen ja, der Stier, der ist ja nicht der gleich losläuft, sondern der bleibt schön in seiner Bahn. Und was kriecht auf eine der Stäbe hoch? Eine Schnecke. Ja? Und die ist auf einen Pilz drohen, diese drei Stäbe. Also, liebe Stiere, ihr habt die Chance, da nach oben zu kommen, langsam in eurem Tempo, aber auch gleichzeitig zeigt diese Karte uns an, die Verwurzelung, die Erdung, die der Stier ja auch symbolisiert. Also ich finde, das ist eine wunderbare Stier-Energiekarte und im Hintergrund dieser tolle feuerrote Himmel. Also ich finde, das ist passt ganz gut zu den Stieren diese Woche, oder Kirsten? Ja, ich finde auch hier, das ist ja die Karte der Tugend, ne? Sie ist Sonne im Widder zugeordnet. Aber bringt dieses auch nochmal, dieses Thema, ne? Noch ist die Sonne im Stier, alles ist leuchtet rot, aber der Stier, die Sonne ist im Widder, Verzeihung, aber der Stier bereitet jetzt schon mal so ein Feuer vor, so empfinde ich das, dass er dann zu Bieltana zum Leuchten bringt. Ja, er ist schon verwurzelt, ne, und kann dann eben sein volles Potenzial entwickeln. Dann ist wahrscheinlich der Pilz auch reif. Mhm. Ne? Also finde ich eine sehr schöne Symbolik. Mhm. Aber ich finde auch, das ist eine Anspielung auf das Bieltana-Feuer. Mhm. Und die, da können sich alle Stiere fragen, was will ich denn jetzt wirklich zum Entflammen bringen? Ja, für was brenne ich? Ja, für was brenne ich denn in diesem Frühling? Mhm. Ja. Und ich kann es in meiner Geschwindigkeit machen. Die Schnecke weist darauf hin, geh so schnell. Aber wenn man sich überlegt, wie beharrlich Schnecken sein können. Also wir haben da eine an einem Glasgangfenster, das ist gefühlt 3 Meter hoch. Da krabbelt immer die gleiche Schnecke wieder hoch und wieder hoch und wieder hoch. Also die ist da wirklich nicht davon abzukriegen. Die beharrlich will da einfach, wie eine Ziege. Genau, die will einfach da hoch. Und darum auch diese Beharrlichkeit. Finde ich schön. Ja, wir haben jetzt zum zweiten Mal in einer Karte Beharrlichkeit. Mhm. Und Zielgerichtheit. Genau. Ja, Zielgerichtheit. Sehr interessant. Ja, und mit diesen Worten wünschen wir allen Stiergeborene eine wunderschöne Woche. Und dies waren unsere Worte für euch. Ja. Die Zwillinge dürfen sich in dieser Woche darüber freuen, dass Venus, der Planet der Liebe, der Erotik, des Flirts, der Verspieltheit, sie besucht und das ab Dienstag. Für euch bedeutet das, liebe Zwillinge, dass ihr nach dieser langen Zeit, in der Kriegsgott Mars durch euer Zeichen gelaufen ist und euch wahrscheinlich immer noch so ein bisschen aufgewühlt hinterlässt, dass ihr jetzt langsam zur Ruhe findet, euch entspannen könnt und einfach mal die Seele baumeln lassen dürft. Ja, vielleicht gibt es das ein oder andere, was ihr begehrt oder wen ihr begehrt. Und da habt ihr dann auch gute Chancen, da voranzukommen mit euren Plänen.
Auf der anderen Seite Merkur, euer Planet, der jetzt gerade durch den Stier reist, der sorgt dafür, dass ihr das auch gründlicher tut als sonst. Also genießt die flirtige Stimmung, aber lasst euch auch vom Flirt nicht abbringen von den Zielen, die ihr jetzt gerade sehr geradlinig verfolgen könnt. Rui, was meinst du denn aus Kartensicht, ob das mit dem übereinstimmt, was ich gerade gesagt habe? Schaut mal, was ich gezogen habe. Huch, was ist das? Ah, das ist das Gericht. 20, das Gericht. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Darstellung. Wir haben eigentlich noch Tradition drinnen von Wade Smith. Ne? Wir haben diese Posaune, aber wir haben eine ganz andere Darstellung des Engels, der fast schon wieder an Crowley erinnert, an das Aion. Und ich finde das ganz toll, weil es passt jetzt zu den Zwillingen, ne? Der boostet ihnen Gedanken ins Hirn. Wenn Venus in die Zwillinge reist, wird sie ja auch ein Trigon zu Pluto machen, der ja gerade am Anfang des Wassermanns steht. Und diese Pluto-Wassermann-Energie verbinde ich sehr stark mit dem Gericht. Pluto ist ja sowieso dem Gericht zugeordnet. Ja, und dadurch ist hier vielleicht auch nochmal das Thema, was ich eben auch schon gesagt habe, das Ziel verfolgen, das langfristige Ziel verfolgen. Und das kannst du nur, wenn du deine Ideen hast, ne? Wenn du deinen Plan im Kopf hast. Und ich finde das so toll, da wird was reingeboostet. Genau, hier werden die Ideen quasi reingeblasen. Also das ist eine super Karte der Inspiration. Ja, also ich finde, wie die beiden anderen bereits, das ist ein wunderbarer Hinweis, den alle Zwillinge mitverfolgen können. Ne? Lasst euch durch euren Spirit, durch euren Geist, durch eure unendliche Fantasie und Wissensbereitschaft leiten. Ja, finde ich wirklich interessant, diese Darstellung. Der Adler erinnert mich so ein bisschen an die Muppet Show, muss ich gestehen. Genau, der Sam. Der seriöse Adler. Der bösartige Adler. Nein, der ist vor allem immer lustig, weil er immer so versucht, seriös zu sein. Ja, und da ist ihm aber nie gelingt. Ja, genau, das ist Uncle Sam. Ja, und da halt, also die Karte sagt ja auch, Weckruf, ne? Ja. Höre, was jetzt dir gesagt wird. Wenn man das nicht hört, dann hat man echt ein Problem, glaube ich. Aber wie gesagt, auch das ist wieder eine perfekte Darstellung für das Tierkreiszeichen, Zwilling. So sehe ich es und so gefällt mir die 20 sehr gut. Ja. Ich glaube, ich werde mir da ein Bild davon machen. Und ja, mir gefällt das auch sehr gut als Karte, muss ich sagen. Ich nehme alles zurück, was ich eingangs sagte. Also eingangs habe ich ja nichts gesagt. Nee, du hast gesagt, nimm die Tarotkarten. Liebe Zwillingsgeborenen, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Genießt es mit euren spirituellen Kräfteverhältnis. Mein finde ich geil. Der Krebs ist dran und liebe Krebse, ich hoffe, ihr habt euch von dem intensiven Vollmond erholt, der ja vor, aus unserer Perspektive, wenigen Stunden stattgefunden hat. Der nächste Neumond lässt noch etwas auf sich warten. Am 20. April ist wieder einer eurer ganz wichtigen Tage. Aber zurzeit ist auch bei euch einiges los und in den nächsten Monaten wird immer mehr Energie wieder in den Krebs kommen, wenn wir Richtung Sommer gehen. Gerade jetzt hält sich Mars in eurem Zeichen auf. Ja, das ist für den Krebs nicht immer so angenehm, weil der Mars natürlich so ein bisschen piesacken kann, einen anspornt, aus dem Quark zu kommen, zielgerichtet nach vorne zu gehen. Das ist nicht immer die Stärke des Krebses, der ja bekanntlich gerne zwei Schritte nach vorne und einen zurückgeht oder ein Schritt nach vorne und zwei zurück, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Aber auf der anderen Seite bringt er euch von außen Schwung und Energie, um Dinge anzugehen. Nehmt das an, wenn jemand von außen an euch herantritt und euch motiviert, ob das nun in einem etwas drängenden, vielleicht auch aggressiven Ton ist oder aber auch in einem romantischen, denn Mars im Krebs kann natürlich auch interessante Menschen in euer Leben spülen, mit denen ihr interessante Erlebnisse habt. Rui, ist das aus Kartensicht auch so? 10 der Münzen. Ja, ich glaube schon, wenn ich dieses Bild so sehe,
dass man den Krebsen so die berühmte Karotte vor die Nase halten kann. Schau mal, das wäre deine Chance. Wir sehen hier ja diese Taube, die uns die Chancen bringt. Und wenn der Krebs bereit ist, diesen Gewinn anzunehmen, dann könnten die nächsten Wochen, ich mache es jetzt bewusst ein bisschen größer, die nächsten Wochen für ihn interessant und erfolgreich werden. Ja, also für mich hat es wie so ein, es ist nicht wirklich Ostern, aber es spielt so auf Pfingsten an für mich, ne? Also die Zeit dann, wenn die Taube kommt und uns alle befruchtet, uns Energie bringt sozusagen und den Glauben stärkt. Und das ist ja wie so ein Geschenk, das einem entgegengebracht Ja, wird, ne? und die Taube zeigt auch, schau mal, das ist möglich. Ne? Ich fliege zum Ziel X, überbringe die Botschaft und komme wieder zurück. Und das finde ich eine sehr tolle Sache, denn somit ist der Krebs, der eigentlich so, ich sage jetzt bewusst mal, a priori schüchtern ist, dass er weiß, wenn ich es mir erlaube, den Schritt zu tun, dann habe ich diesen Erfolg. Ja, und je mehr ich darüber nachdenke, die Taube taucht auf bei der Arche Noah, ne, wenn sie den wenn sie schaut, ist trockenes Land da. Sie taucht auf ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte. Sie brütet über dem Wasser. Und ja, sie bringt zu Pfingsten den Heiligen Geist, nachdem Christus in den Himmel gefahren ist. Also die Christusenergie ist stark in dieser Karte. Und daher spielt das auch auf die Zeit an zwischen Ostern jetzt bis Pfingsten und die Dinge, die sich in dieser Zeit entwickeln können. Und ich glaube, in dieser Zeit ist Mars auch weiterhin im Krebs. Da könnt ihr was mit anfangen, glaube ich. Ich erinnere daran, dass das Ruhe eingangs erwähnte. Ja, ich danke dir und freue Schön, mich, dass ich es auch noch mal sagen durfte. danke, dass du mich unterstützt hast als wegleitendes chinesisches Mäh. Zeichen. Und den Krebsen unter uns wünschen wir eine wunderschöne Woche. Denn dies waren unsere Worte für heute. Der Löwe kommt nun ins Spiel und für euch, liebe Löwen, ist es weiterhin angenehm, dass Jupiter und Sonne noch durch den Widder laufen. Ihr habt dadurch eine angenehme, ruhige, gelassene Energie, die euch Kraft gibt, ohne euch zu überfordern. Im Wassermann ist natürlich jetzt Pluto unterwegs und das könnte euch immer wieder mal vor Herausforderungen stellen, dass ihr von außen ja, mit dem Thema Überwältigung zu tun bekommt. Aber je mehr ihr innerlich zur Ruhe findet, das ist ja eine unserer eurer ganz großen Aufgaben, umso besser wird es euch gelingen, diese Herausforderungen abzuwehren und bleibt einfach gelassen, ruhig, strahlt von außen, von innen nach außen. Und dann kann euch eigentlich nichts passieren. Und Roy hat sicher auch noch eine Idee, wie ihr das am besten macht, wenn wir die Karte betrachten, die er gezogen Ja, hat. wobei, also so mit repräsentieren und so, da hatte der Löwe keine Schwierigkeit. Das ist ja ihm eine. Es geht mehr darum, dass man von außen gedrängelt wird zu Ja. etwas und sich dagegen behaupten muss. Ja. Und da ist das Bild dazu, liebe Löwe geborene. Denn mit der Balance, mit der Karte Nummer 14, mit der Ausgleichung, da haben wir die Möglichkeit, euch hier, das, was Kirsten schon gesagt hat, bleibt in eurer Mitte und schaut mal, was in der Mitte ist. Da ist die Sonne, ne? Also auf den Sexualchakra liegt die Sonne und die zeigt uns, wenn wir hier unten geerdet sind, dann kann auch, wenn der Mond unter dem Rock hervorschaut, nicht wirklich was tun, denn ihr balanciert sogar mit High Heels auf dem Drahtseil und ihr kriegt das immer noch wunderbar hin. Also dieser Balanceakt zwischen den Extremen, das kriegt er hin. Und wenn ich es richtig sehe, dann ist auch noch ein sehr schön drapiertes Gesicht zu sehen. Also
alles, was der Löwe so wunderbar kann, gebt mir den Auftritt und ich rocke ihn. Und von daher gesehen, mache ich mir da für die nächsten Tage keine Sorgen um den Löwen, auch wenn es ab und an ein bisschen astrologisch Klärfaktor herrscht. Ja, finde ich sehr interessant. Auch gerade diese Sonne-Mond-Verbindung, ne? Die Sonne ist ja dem Löwen zugeordnet und wir nehmen das jetzt, wie gesagt, gerade zu Vollmond auf. Da stehen sich Sonne und Mond gegenüber. Und diese Energie, die ja besonders wichtig ist, weil es der Oster-Vollmond ist, wirkt hier stark in der nächsten Woche. Und das kann der Löwe gut ausbalancieren. Liebe Löwegeborenen, dies waren unsere Worte für euch und wir wünschen euch eine entspannte, schöne Woche. Nun kommen wir zur lieben Jungfrau und liebe Jungfrauen, für euch keine dramatischen Veränderungen zur letzten Woche. Merkur, euer Planet, reist durch den Stier. Das ist sehr angenehm für euch. Die Zwillinge leiden da so ein bisschen drunter, aber für euch ist es eigentlich eine super gute Zeit, zu mehr, noch mehr Gründlichkeit und Perfektion zu finden. Und ihr fühlt euch vielleicht auch aufgefordert, ein bisschen Frühlingsputz zu machen oder andere Dinge zu tun, die euch in Form bringen, damit ihr den Sommer genießen könnt. Das ist eine gute Konstellation, um auf den eigenen Körper zu achten, um auf das eigene Wohlbefinden zu achten. Und ihr seid ja sowieso das Zeichen der Ernährung, der gesunden Ernährung und des Schutzes des Körpers, damit ihr auch geistig-seelische Kraft habt. Also gebt einfach Gas in der Woche weiterhin, macht weiter wie bisher und dann wird es euch, glaube ich, sehr gut gehen. Ihr dürft auch ein bisschen Schokolade essen jetzt über die Ostereier, Feiertage, denn ihr werdet Schokolade, die wieder Ostereier. abbauen, da könnt ihr ganz sicher sein. Hui, wie sieht denn die Karte aus für die Jungfrau? Ach. Die Acht, die Kraft. Und ja, anders als wie letzte Woche, wo wir fast keine großen Arkane gezogen haben, sind sie wieder zurück, ne? So wie wenn sie eine kleine Urlaubsauszeit genommen hätten, ein Sabbatical. Ja. Liebe Jungfrauen, also ich glaube, ihr könnt mit eurer inneren Energie die nächsten Tage rocken. Wir haben hier eine sehr spannende Darstellung der Kraft. Diesmal fehlt so diese auf den ersten Blick ganz klare Weiblichkeit, aber ich habe da so, wenn ich mir die Karte anschaue, wie wenn ich da einen Närrin, einen Narren drauf sitzen hätte auf diesen, ja. Tiger, Löwe, Panther, was immer, Löwe nach der Mähne sitzen habe. Und anders als wie bei anderen Darstellungen, wo das Maul zugehalten wird, habe ich das Gefühl, die reißt das Maul auf. Ne? Die will da Action, weil sie weiß, was sie kann, weil sie weiß, was sie will, weil sie auch weiß, dass es ihre Energie ist. Also von daher gesehen denke ich, diese Jungfrauen. Die nehmen nicht nur ein Schokoladeei, sondern auch ein zweites, weil sie genau um ihre Disziplin wissen. Wenn sie was wollen, dann können sie alles bekommen. Für mich ist die Kraft immer eine Jungfraukarte, weil ich ja da so eine Frau, die durchaus so mit so einer Jungfrauenergie in Verbindung steht, und mit dem Löwen arbeiten, ringen, sonst was sehe. Es hat für mich immer so diese Energie, das Potenzial des Löwen zu nutzen, aber halt nicht, das sich zu verausgaben dabei, sondern die Kraft durch ökonomischen Einsatz zu verwenden. Und das passt Verstehe. eigentlich zu dem, was ich gesagt habe, wie ich finde. Ja, dann hast du hier das Bild dazu. Ich danke dir dafür. Und auch da sieht man wieder den Mond und die Sonne. Na? Diesmal ist der Mond ein bisschen prominenter, denn der Löwe zieht den Blick drauf. Die Sonne hätten wir dann hier im Genau, Hintergrund. genau. Ja, spannende Karte. Auch Und sehr stimmig, ne? genau, und haben wir da eigentlich gesagt, das waren unsere Worte für euch? Noch nicht, wir sind ja auch noch nicht beim Ende. Dies, liebe Jungfrau Geborene, waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Ich bin am Überlegen, ob wir das bei den anderen Zeichen gemacht Haben wir haben. gesagt. Okay. Das heißt, wir Wir haben jetzt haben eine eine kleine Pause. Pause. Ich muss einmal ganz kurz die für etwas nutzen. Du Ja, kannst gerne etwas sagen, wenn du Lust ich hast. würde euch ganz gerne daran erinnern, dass
nicht nur in der vergangenen Woche wir einige tolle Sendungen hatten, sondern dass es auch in den kommenden Tagen weitergeht. Es wird am Dienstag wieder ein rohes Nachtgedanken geben. Kirsten wird euch mit einigen beglücken und vergesst nicht, Christopher ist natürlich wieder jeden Morgen mit seinen beiden tollen Sendungen für euch da, wo er euch astrologisch durch die Woche bringt. Entschuldigung. Und auch zeigt, welche Energien möglich sind. Und vielleicht gibt es dann schon in der nächsten Woche eine kleine Überraschung von der Lady of Spirit und von mir. Aber sicher, dann in 2 Wochen gehen wir mit einer ganz neuen Sendung vor. Ja, und hier ist die Kirsten wieder. Ich habe den kurzen Werbetrailer genutzt, um allen zu sagen, kauft bitte die Schokoladen-Ostereier von der Firma XY und die Hasen nur von Huber Müller-Meyer. Ja, und ich würde gerne noch erwähnen, dass wir jetzt ja gerade in Berlin sind und unseren ersten Gang durch Berlin gut absolviert haben für die Geheimnisakademie. Wir werden dann noch weitere Sachen in Berlin veranstalten. Das ist jedenfalls unser fester Wille und Plan. Aber ganz wichtig, wenn ihr in der Region um Hamburg seid, am 1. Mai werden Roy und ich wieder über den Ohlsdorfer Friedhof wandern und dort schöne Grabsteine betrachten, die Symbolik der Grabsteine erläutern. Und es gibt natürlich auch wieder ein Orakel. Und da wäre es schön, wenn Leute sich anschließen. Es gibt noch einige Plätze. Es wird aber langsam auch voller, muss ich sagen. Und ihr könnt diese Tour über die Stadtspürer noch einmal buchen. Nächstes Mal wird sie dann komplett über die Geheimnisakademie laufen. Die liebe Anke hat mir versprochen, im Forum alles einzustellen bei der Sternlicht-Community, damit ihr alle Infos habt. Und ja, wenn ihr Lust habt, macht mit. Es ist eine wirklich tolle Tour, die wir jetzt schon zum dritten Mal zusammen machen. Und ich glaube, das wird einfach sehr, sehr nett. Oder, Rui? Das wird genial. Das wird Es genial. gibt wieder ein Kirst-Ruhe-Ake. Und der Roy drängt mich schon dazu, weiterzumachen. Diskret hat er im Hintergrund das, die Hausmeisterei betrieben, wie viele Podcaster inzwischen das nennen. Ein furchtbarer Begriff, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Ja, das ist begrifflich an meine Jugend, Fanta 4-Fan. Und wir reden jetzt über die Waage. Ja, ich hoffe, ihr habt euch gut vom Waage-Vollmond erholt, liebe Wagen. Für euch ist es ja immer nicht so ganz einfach in der Widderzeit, denn der Widder ist euer Gegenzeichen und ihr müsst irgendwie immer so ein bisschen gegen Widerstände ankämpfen, mehr als sonst. Das Thema Durchsetzung ist für euch besonders wichtig und ihr bekommt angenehmerweise jetzt ab Dienstag Schützenhilfe von der lieben Venus. Venus ist ja euer Herrscher, eure Herrscherin. Die geht ja in die Zwillinge. Luftiges Zeichen wie das eure. Und gerade am Anfang, am Dienstag, Mittwoch wird das interessant für euch sein, weil Venus ja auch Pluto berührt und ihr sowohl die plutonische als auch die venusische Energie dann sehr stark abbekommt, sozusagen. Ein guter Zeitpunkt, um wirklich nochmal bei euch selbst zu sein und euch zu überlegen, was will ich? Wie bekomme ich es, ohne Druck auf andere auszuüben, aber gleichzeitig, wie sorge ich dafür, dass andere mich nicht so sehr drücken? Es geht um die Selbstbehauptung und irgendwie auch, glaube ich, ist es, obwohl bei euch gerade im eigenen Zeichen nicht so viel los ist, eine sehr intensive, interessante, aber auch flirtige Zeit. Rui, wie siehst du das aus Kartensicht? Ach. Weise der Schwerter sind die Könige. Und die Könige, die geben uns, wenn wir jetzt uns mit der Energie der Luft auseinandersetzen, den Fokus, nach vorne zu gehen.
Und Kirsten verschluckt sich fast daran, wenn sie das hört und nimmt auch gleich noch Die Wasser würdige an. Jungfer. Sie nimmt noch Wasser anders auf. Ja, der Weise der Schwerter gibt auch euch, lieben Waagegeborenen, die Hinweise, den Spirit, den Geist. Lasst auch mal euer Wissen raus. Versteckt euch nicht, sondern gebt mal das klar. Wir sehen das linke Auge dieses Königs, und das ist auch für mich der Hinweis, dass man nicht den. Ist Ja. nicht das rechte Auge? Rechts. Du fährst gerade dein rechtes Auge an. Ist seitenverkehrt, stimmt. Ja, dann trifft das hin. Das rechte Auge. Jetzt weiß ich, warum ich rechts gesagt habe, weil das rechte Auge diesen Ausstoß macht. Und wir sehen das linke Auge. Und darum erlaubt euch eben das Zusammenspiel der beiden Gehirnhälften, obwohl wir heute wissen, dass das so nicht mehr ganz aus der Sicht der Anatomie richtig ist, erlaubt euch diesen Zusammenspiel von Intellektualität und innerer Spiritualität, aber nicht für das Geheime, für das in sich gekehrte, sondern lasst es raus, bringt die Wolken, die wir noch sehen, dahin, dass sie verschwinden, und habt hier mal die Kraft rauszugehen, um euch zu präsentieren. Also ich habe den Eindruck, dass wir das rechte Auge sehen, ne? Und er mit dem linken Auge aber strahlt, ne? Der Strahl kommt ja nicht aus dem rechten, sondern aus dem linken Auge. Das heißt, dieses Zusammenspiel der beiden. Ich fokussiere mich klar, bewusst, ne? Rechts steht ja für bewusst, auf etwas und das linke Auge strahlt aber aus. Das habe ich Ne? gesagt. Genau, ja. Also ich wollte es nochmal klarrücken, weil es Ja, hier ja. mit rechts-links so eine Ja, Versetzung kam. ich habe eben auch in dem Moment, wo du mich darauf hingewiesen hast, was wir sehen, bin ich aus meinen Gedanken rausgerutscht. Aber du hast das nochmal wiederholt, und dafür danke ich dir. Ich bitte dich, gern geschehen. Ich bitte dich, Junge, hör jetzt auf, Aber geh weiter. es passt zu diesem Ja. Thema, was ich auch genannt habe, astrologisch, Klarheit, Fokus auf das, was ich will und nicht auf das, was andere wollen. Und dafür brauche ich auch mein linkes Auge, also meine innere, meinen Glauben, meinen Spirit, für was stehe ich spirituell. Aber ich muss natürlich gucken, mit wem, da kommt wieder dann das rechte Auge, mit wem tausche ich mich aus, ne? Nicht, dass ich es dem Falschen erzähle und der nimmt es mir dann krumm. Wir haben die Kurve Der wieder Kreis hat sich Rechteck, wir geschlossen. haben die Kurve wieder rechteckig hingekriegt. Liebe Waagegeborene, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Wir brauchen nur einen König der Schwerter, um alles zu verwirren. Liebe Skorpione, in eurem Zeichen ist weiterhin Ebbe, aber Mars im Krebs unterstützt euch bei der Durchsetzung. Auch für euch ist es interessant, wenn Pluto berührt wird von Venus am Dienstag, denn Pluto ist euer Herrscher, auch wenn das jetzt sich eher in luftigen Zeichen abspielt. Es ist doch eine für euch wichtige Konstellation, die ähnliche Themen wachruft wie die, die wir gerade bei der Waage besprochen haben. Prinzipiell, wenn die Stierzeit jetzt immer mehr anrückt, ist das natürlich auch für euch besonders wichtig. Nicht nur, dass ihr dann euren Vollmond bald bekommt im Stier, im Skorpion, während die Sonne durch den Stier reist, sondern auch all die Planeten, die den Stier besuchen, spiegeln natürlich auch auf euch. Merkur, der euch interessante Gespräche bringt, die Sonne, die eure Themen nochmal von einer ganz anderen Seite beleuchtet. Und wenn Merkur rückläufig wird, jetzt am 20. April, 21. April, dann hat das auch für euch Konsequenzen. Also bei euch passiert viel im Außen, auf das ihr reagieren solltet oder halt einfach eure Position behalten solltet. Das finde ich aus astrologischer Sicht wichtig. Roy, was sagen denn die Karten? Liebe Skorpiongeborene, ihr dürft
mit eurer Geschwindigkeit, mit eurer Überlegung, mit euren Gefühlen, Gedanken, inneren Antrieben einfach laufen. Ja, weil danach, der weiß schon, wohin sein Weg ihm führt, auch wenn er es vielleicht noch gar nicht weiß, ob er es vielleicht noch gar nicht fühlt. Und ihr als Skorpiongeborene dürft dies auch tun. Und ich finde, das ist auch wieder so eine sehr schöne Darstellung. Der Weg, den danach geht, der Weg, den der Skorpion in den nächsten Tagen und der nächsten Woche einschlagen darf, ist nicht gefährlich, sondern führt ihn einfach in seine schon überlegte Zukunft. Und wir sehen, er hat ja den Hund dabei, er hat ja das Sackerl am Stock, er kann im Prinzip laufen und er hat ein schickes rotes Kleid an, also vielleicht auch da ein Blick, ein Hinweis auf kleide dich angemessen, wie es dir gebührt und geh dann los. Ja, ich habe dazu eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer dass mich Pluto-Energie an den Abgrund erinnert und bei dem Narren geht es aus meiner Sicht darum, mutig in diesen Abgrund zu springen, sich einer Herausforderung zu stellen. Und da habe ich meinen weißen Schutzhund dabei, der dafür sorgt, dass das alles gut geht, wenn ich mich was traue. Also Wagemut könnte auch ein Thema sein für den Skorpion. Stell dich mutig an den Abgrund, das wäre so ein Thema. Genau, stell dich den Herausforderungen und schrecke nicht vor ihnen zurück. Klassisches Pluto-Thema. Ja, gefällt mir gut. Liebe Skorpiongeborene, dies waren die weisen Worte der Ausnahmeberaterin Kirsten. Ich glaube, du hast noch was gesagt. Für euch und eure nächsten Tage. Ja. Liebe Schützen, Jupiter, euer Herrscher, ist weiter im Widder. Für euch ist das angenehm. Für euch ist noch angenehmer, dass Venus jetzt in die Zwillinge geht, denn Venus, der Liebesplanet, freut sich natürlich auf die flirtige Stimmung, die euer Gegenzeichen verbreiten kann, und das davon profitiert auch ihr. Also angeflirtet werden könnte durchaus ein Thema in der kommenden Woche sein. Was ihr daraus macht, das ist eure Sache. Aber mit Jupiter im Widder, mit Venus in den Zwillingen, ist es lebendig und aufregend und öffnet euch den Horizont. Das mögt ihr sehr. Es kann eine sehr schöne Woche für euch werden. Und Rui, schaut mal, ob das auch aus Sicht der Karten zutrifft. Ich bin natürlich auch sehr gespannt. Schütze ist ja bei mir zu Hause. Ach, schau mal. Ist das das Ass? Ja, Ass der Münzen. Schön. Auch wieder eine sehr klare, eine sehr schöne Darstellung. Wir haben hier diese Rose, die sich von oben schön zeigt. Und wir haben hier in vieler Hinsicht immer diese 7. Ich glaube, wir haben sogar 1, 2, 3 mal die 7. Und von da gesehen eine sehr klare Darstellung, ein Bild, das uns zeigt, was wir bereits in uns haben, was wir in uns fühlen, was wir in uns wissen, und jetzt dürfen wir uns öffnen, um das nach außen zu zeigen. Du hast was von Flirten erzählt, richtig? Würde, wenn ich diese weiße, unschuldige Rose anschaue, richtig sein. Es wäre aber auch die Chance, sein Herz zu geben, denn in der Mitte haben wir Rot. Ja, die 7 kann natürlich für die 7 traditionellen Planeten stehen. Ja, so ein bisschen wie bei einem Stern, wo wir das Thema ja auch haben. Und ich sehe da auch so eine Sonnenblume für mich. Also Richtung Sommer hin etwas verfestigen, was jetzt vielleicht aufblüht, könnte ein Thema sein. Er blüht, ne? So, ja. Jetzt zeige ich mich mal so und jetzt, Leute, hier bin ich, los geht's. Auf jeden Fall geht es ja bei dem Ass der Münzen auch darum, einen konkreten, materialisierenden Schritt zu tun in irgendeiner Form. Und das scheint eure Aufgabe für die kommende Woche zu sein. Was jetzt beginnt, kann zum Sommer Früchte tragen. Ja, würde ich auch so unterstreichen. Schön. Liebe Schützegeborenen, mit diesen Worten wünschen wir euch eine tolle Woche. Und vergesst nicht, flirten ist Aufgabe diesmal.
Damit haben die, glaube ich, nicht so eine Probleme. Nö. Der Steinbock naht und liebe Steinböcke, Saturn, über den wir heute noch gar nicht geredet haben, ist in den Fischen. Daran habt ihr euch jetzt gewöhnt, ist für euch ja ein bisschen seltsam, die Fische-Energie, wie man ab und zu mal wieder feststellen kann. Aber für euch ist ansonsten interessant, dass die Stier-Energie immer mehr zunimmt, dass jetzt der Merkur im Stier ist, dass Venus auch noch bis Dienstag im Stier ist. Und warum ist das interessant für euch? Ein Erdzeichen, wie ihr es seid, und das unterstützt euren Drang zu konkretisieren, praktisch zu sein, eure Pläne konkret umzusetzen, und das ist eigentlich nur gut, vor allem für alle Menschen, die auf konkrete Dinge warten. Nein, es ist eine, ich glaube, es ist eine konstruktive, arbeitsame Woche für euch, arbeitsam im besten Sinne. Ihr könnt Dinge umsetzen, die ihr vielleicht ein bisschen auf die lange Bank geschoben habt. Jetzt könnt ihr da Gas geben, und das solltet ihr auch, weil, ich erinnere nochmal daran, ab 21. April wird Merkur rückläufig, und davon werdet auch ihr, ebenso wie die Jungfrau, besonders der Stier, stark beeinflusst werden. Und lieber Roy, zeig uns doch mal, welche Karte du für den Steinbock für die Woche gezogen hast. Der Steinbock hieß früher Steinziege, ne? Ja. Ziegen. Passt natürlich auch wieder zu der Spirit Guide Energie, genau. Wieder ein Ass. Diesmal das der Stäbe. Mhm. Und mit dem Ass der Stäbe hat natürlich, oder haben die Steinbock-Geborenen jetzt den Auftrag, die Aufgabe, herzugehen, um ihr Feuer rauszulassen, ihre Energie zu starten, ihr ganzes Potenzial zu entfalten, was in ihnen steckt. Und da ist einiges dabei. Und ich glaube, mit dieser Karte, mit diesem Feuer, mit diesem Hinweis, können sie wunderbar ihr ganzes Wochenpotenzial, ihr ganzes Wissen, aber auch ihren ganzen Auftrag wunderbar erfüllen, abarbeiten und sind am Schluss sehr stolz, auch noch eins obendrauf gepackt zu haben. Ja, finde ich gut. Wir haben jetzt mehrere Asse gehabt, ne? Auf der Ebene des für etwas Brennen. Mhm. Ich finde auch, es ist wieder eine schöne Karte, ist ja so ein bisschen kaktusmäßig, ne? Diese Pflanze da. Oder wie siehst du das? Ich sehe das eher so, das ist eine Pflanze, wo die Blüten bereits abgeschnitten sind. Und der Schmetterling kommt jetzt nochmal, um Nachschau zu halten. Ist das wirklich so? Kriege ich wirklich keinen Nektar hier? Oder das passt wieder zur Ziege. Ne? Also das ist Spartanische. Ja. Und da das Letzte rausziehen aus etwas. Die Essenz. Habe ich noch wo was? Da war ich mal. Ne? Also von daher hartnäckig, wieder dorthin zu gehen, auch wenn es auf 5000 Meter Höhe ist. Also das ist ein schöner Hinweis, eine schöne Verknüpfung hin zum Spirit Guide, aber auch für die nächsten Tage. Und dafür waren dies unsere Worte für den Steinbock. Der Wassermann ist dran, und liebe Wassermänner, ihr habt es schon gehört, nicht nur, dass Pluto jetzt in eurem Zeichen ist, so langsam habt ihr euch damit eingerichtet, und das ist jetzt gar nicht mehr so lange hin, dass Pluto auch nochmal zurück in den Steinbock geht, also im April und Mai spürt ihr das noch ziemlich, aber dann verändert sich das auch wieder, und für euch ist jetzt am Dienstag ein wichtiger Tag, wenn Venus in die Zwillinge reist und ihr vielleicht nochmal sehr stark erfahrt, welches persönliche Thema diese sehr lange Zeit, in der Pluto durch den Wassermann reist, an die 20 Jahre, da angestoßen wird. Welches persönliche Thema habe ich mit Pluto im Wassermann? Das könnte genau für euch jetzt am Dienstag dazu ein Wochenhöhepunkt sein.
Und alles andere ist eigentlich nicht so wichtig gerade. Ich merke, dass Ruhe etwas unter den Nägeln brennt. Ich möchte aber noch anfügen, dass Merkur, der jetzt ja durch den Stier reist, nicht in allzu weiter Ferne auf euren Herrscher Uranus treffen wird. Er schafft es, glaube ich, nicht genau vor der Rückläufigkeit. Es wird also erst so Richtung Juni dann auch sein. Aber ihr kommt hier immer mehr ins Erfahren, was ist denn mein Thema? Und dann auch, wenn Merkur auf Uranus trifft, wahrscheinlich ins Handeln. Und Rui, jetzt darfst du deine Karte enthüllen. Jetzt. Jetzt bist du dran. Jetzt. Liebe Wassermänner, Kirsten hat es bereits angedeutet. Noch ist euer geschätzter Planet da, aber er geht wieder weg. Und genau das passiert, wenn wir die Acht der Kelche uns ganz klar verinnerlichen. Wir haben zwar schon den gedeckten Tisch, aber es fehlt noch das Essen. Oder wir haben schon viel unserer Energien, aber es fehlt noch die Essenz. Oder wir haben zwar Freude an der Nacht, aber wir wissen auch, dass wir den Tag benötigen. Also ihr seht schon, ihr habt einen Teil, aber noch nicht abschließend alles. Und genau diese Energien werden euch die nächsten Tage begleiten, dass ihr immer das Gefühl habt, es fehlt was, wir sind noch nicht ganz, wir bräuchten noch etwas. Also genau das sind Themen, die euch die nächsten Tage ein bisschen, vielleicht das Tagesgeschehen, nicht so flockig machen. Aber was auch schön ist, nach dieser vielleicht unangenehmen Situation wird es wieder besser. Mir fällt dazu ein, dass die Karte ja Saturn in den Fischen zugeordnet ist. Und Saturn war ja sehr lange in eurem Zeichen. Er ist jetzt erst vor kurzem rausgegangen, am Anfang März. Und da sind ja bestimmte Bedürfnisse aufgetaucht in dieser Zeit. Und jetzt drängt euch Pluto, das sicher weiterzuführen. Und alles, was Ruhe gesagt hat, passt da, finde ich, sehr gut rein. Na eben, weil dann irgendwas fehlt. Man kann es zwar vielleicht nicht ganz klar begründen, was es ist. Es ist eine latente, leichte Unzufriedenheit. Aber Venus könnte da eine Erkenntnis bringen am Dienstag. Ja, aber auch wieder. Venus hat wieder mit Emotionen zu tun. Ja. Ne? Und da haben wir die Karte der Emotionen, die vielleicht uns nicht so passt. Mhm. Ja, das kann passieren. Mhm. Liebe Wassermanngeborene, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Nun kommen die Fische an die Reihe. Die schöne Karte kommt jetzt. Und natürlich hast du sicher eine schöne Karte bereitgehalten. Ich weiß es noch nicht, was Ruhe hat, aber Mars im Krebs, gut für euch, gibt euch Energie, nicht zu viel, nicht zu wenig, hilft euch, Dinge umzusetzen, die Saturn, der jetzt sich gut etabliert hat, einen Monat ist er schon in den Fischen, die euch Saturn abverlangt. Also auch ihr kommt in die Ziegenenergie, nicht nur die Ziegen unter euch. Und wenn nicht, habt ihr vielleicht irgendeine Ziege, die dafür sorgt, dass ihr in diese Ziegenenergie kommt. Dann nehmt euch jeder eine Ziege zur Hand. Ich nehme mir gleich, ich halte sie fest, damit sie mir nicht entbüchst. Ihr müsst dazu wissen, dass Rui ein kleines Feuerpferdchen ist. Und da braucht es eine Erdziege. Oder bin ich eine Feuerziege? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich müsste eine Feuerziege sein, weil du ja auch Feuer bist. Auf jeden Fall braucht es diese Ziege, um dafür zu sorgen, dass das Pferd die Dinge tut, die es tun soll. Das war eine leichte Anspielung. Okay, brauchst du eine Karte? Ja, zeig doch mal die Karte. So. Komm. Liebe Iris, wir haben natürlich nur gute Karten und hier haben wir sie. Ui, die sieht ja hübsch aus. Was soll das denn sein? Die 13. Das ist, okay, interessant. Der Tod, die Wiedergeburt. Sehr bunter Tod. Und jetzt sieht, nee. Was war vor dem Schmetterling? Die Raupe. Und wir können uns transformieren, wir können hergehen, wir können uns erlauben zu sterben, um dann toll wiederzukommen. Und wir sind
Jetzt ist die Wiedergeburt da. Jetzt sind wir in unserer Schönheit da. Wir haben all das jetzt numerologisch von Narren bis zum Hängenden hinter uns gebracht. Und jetzt sind wir da. Jetzt sind wir in der Wiedergeburt. Jetzt haben wir den Tod überwunden. Und wir können uns, du hast es ja auch astrologisch gerade erwähnt, wir können uns transformieren. Und das finde ich wunderschön. Ich finde das auch toll dargestellt. Man sieht das noch ein bisschen, so das Traurige, dieser Ast da unten. Und aus dieser Bohne raus kommt wie ein Luftrauch. Vorher haben wir das beim König der Schwerter gesehen. Und dieser Spirit, der nach vorne gehaut hat bei den Wagen, ist jetzt da bei den Fischen. Und ich finde das eine tolle Darstellung des Todes. Der gefällt mir auch gut. Tod. Also in der Zusammenfassung können wir auch sagen, viele große Arkana. Mhm. Ne? Aber bevor wir das sagen, solltest du vielleicht noch die Fische entlassen. Du möchtest nichts mehr zu den Fischen sagen? Ja. Dann, liebe Fischegeborene, und da sprechen euch zwei dieses Stern- oder Tierkreiszeichens an. Dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Und jetzt geht es natürlich noch an einen wichtigen Teil. Erstmal, das ist dein Applaus, Roel. Danke dir. Ich hoffe, es kommt kein rotes Licht da. Oder du kommst und sagst, es tut mir leid, Roel. Ich habe kein Bild für dich. Zittern. Ich habe kein Bild für dich. Ja, und weil die Fische so lange warten mussten, gehen wir im Gegenuhrzeigersinn nochmal durch den Tierkreis zurück von den Fischen zu den Widders. Bist du? Ja. Wir haben die 13 für die Fische, die 8 für den Wassermann. 21. Die 1 22. Für, nochmal die 1 23. Für Steinbock, Schütze. Wir haben 0 für den Narren, 0. Und dann haben wir die 8 für 31. Die Waage, die 14 für den Löwen. 45. Die 10 für die Krebse. 55. 20 für die Jungfrau. 75. 3 für den Stier. 78. Und 0 für den. Er gibt die Tollen 15. Wieder. Die 15. Kirsten schnappt sich schon die erste Hälfte, ich die zweite Hälfte und wir packen los. Ich glaube, du musst sie haben. Ja, ja. Jedes Mal derselbe Satz. Stopp! Da ist sie. Ah, das? Das ist die 15. Okay. Okay. Sieht ja sehr seltsam aus. Hier ist die Quintessenz. Die 15. Ja. Auch die passt wieder. Wenn wir uns hier anschauen, dass wir ja hier den Teufel haben und der Teufel uns auch immer wieder daran erinnert, wo sind unsere nicht gelebten Aspekte? Ne? Vielleicht wollen wir was mit Kaufsucht überdünchen, dass wir unsere Bedürftigkeiten legen. Oder er will uns zeigen, nee, du musst nicht auf andere gucken, schau auf dich selbst, du hast ganz genügend Anlagen. Oder du brauchst nicht das neueste Auto, um den Kollegen in der Arbeit zu imponieren. Oder du brauchst nicht hergehen und glauben, du bist der bessere Kartenleger. Oder du kannst die höheren Preise nehmen. Oder du bist jetzt mit mehr Follower unterwegs. Oder. Also ihr seht schon, das ist ein reiches, weites Feld, mit dem wir uns hier bewegen. Und ich glaube, die Gier passt auch gut jetzt zu Ostern. Ne? Man kann sich zurückbesinnen, was brauchen wir wirklich? Wie viel benötigen wir wirklich? Müssen wir wirklich uns über andere erheben und sagen, wir haben das Wissen, weil wir, und jetzt nehme ich Bezug auf Corona, weil wir geimpft sind, dürfen wir alles, oder weil wir uns nicht impfen, dürfen wir alles. Also ihr seht ja, mit welchem Winkel man es auch angucken kann. Oder. Also wir haben da ein breites Feld und da gehe ich gar nicht mehr zu groß raus in die große Politik. Also ich finde, die Gier, die passt schon ganz gut für diese jetzt noch
Ja, wir haben ja noch über 24 Stunden Osterwochenende, dass man sich auch dem bedenkt oder bedenkt. Finde ich, stimmt auch, passt auch. Ja, also es passt zu diesem Pluto-Venus-Aspekt, der ja am Dienstag konkret wird. An Feiertagen kann man sowieso immer darüber nachdenken, ob diese Ja. Feiertage eigentlich wirklich dazu gedacht sind, sich mit wie blöd zu beschenken oder ob man sie für andere Dinge nutzt. Ja, das ist sicher ein Thema, was interessant ist. Gut. Sehr schön, Kirsten. Ich würde sagen, wir sind am Ende dieses doch wieder nicht so kurzen Taroskops, wie wir es am Anfang uns Geplant vorgenommen hatten. hatten. Wir kommen halt doch immer ins Reden und plauschen, selbst wenn ihr nicht da seid. Wir spüren halt schon, Euren da wird wieder Spirit. jemand kommentieren und an dieser Stelle wird jemand was sagen. Aber wir haben einfach auch Spaß gehabt, ne? Wir haben immer Spaß mit den Wochentaroskop. Es ist immer toll, es ist immer aufregend. Die Karten, wie gefallen sie dir jetzt? Ja, Haben sie ein besser. Also bisschen der dein Teufel Herz erobert? überzeugt mich jetzt nicht ganz so, muss ich gestehen. Es ist mir ein Ah. bisschen zu plakativ, aber der Teufel kommt ja auch manchmal sehr platt daher. Alle anderen Karten, ich fand es sehr interessant. Ich bin froh, dass wir das jetzt nochmal gemacht haben, auch wenn du mich ein bisschen dazu zwingen musstest, ich gestehe es. Freundlich Zu bestimmt. meinem Glück wurde ich gezwungen. Auch das ist ein Pluto-Venus-Thema. Wie so oft im Leben. Wir verabschieden uns. Rui hat euch ja gesagt, wann ihr uns in der kommenden Woche Ja, habe ich seht. erwähnt. Ne? Und ich freue mich. Schaltet bald wieder ein. Hast du auch erwähnt, dass ich morgen Abend mit dem Druidcraft unterwegs bin um 18 Uhr? Das hast du gerade gemacht. Diese Genau. Info hatte ich noch Das nicht. ist für alle, die jetzt dran geblieben sind, die haben das jetzt nochmal exklusiv. Und wir wünschen euch eine super schöne Zeit. Genießt euren Ostermontag. Besucht uns in Hamburg am 1. Mai. Sehr schön. Und ansonsten sehen wir uns hier oder dort. Ja, in diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Kirsten, cool gemacht mit der Technik, danke dafür. Ihr da draußen, bleibt bitte gesund, genießt noch die Ostertage und vergesst nicht, never give up. Indeed.